Moin ihr Lauser und herzlich willkommen zum Krachmucker Silvesterkalender. Ich habe über Filme gesprochen, heute sprechen wir über Serien. Es nimmt Überhand mit diesen Serien. Aus allen Filmen werden Serien gemacht. Wir sind auch, ja, wir haben Netflix und ein Amazon Prime Abo, sind da auch irgendwie häufig angefixt. Aber man merkt, das Ganze latscht sich langsam aus. Es wird qualitativ nicht besser. Man muss wirklich suchen, um da tolle Sachen zu finden. Und was ich jetzt gemacht habe für heute, 5 Serien rausgesucht, die ich unglaublich gerne gucke, die ich liebe und mehrfach geschaut habe und die für mich auch einfach so das sind, was eine Serie erfüllen muss. Und da haben wir gleich zum Anfang einen Klassiker. Na hier, komm. Tales from the Crypt. Diese schönen Kurzgeschichten, diese, ja, damals auch dann mit allen möglichen Stars, die noch dabei gewesen sind. Das Ganze eingeleitet, ein bisschen im humorvollen, der Crypt Keeper. Und wie früher, so ein bisschen Elvira das ja auch gemacht hatte. Und dann diese Stories dazu, die einem teilweise echt so die Spucke weggehauen haben. So, da sagst du, hast Kloß im Hals gehabt, teilweise so geile Plots gehabt. Einfach kurze, tolle Stories im Horror. Super. Genau so müssen Serien sein. Ja, und auch genau so müssen Serien sein. MASH. Ich liebe diese Serie. Die hat so ein Feeling. Das ist, man guckt das und diese Mischung aus Humor und Ernst und irgendwie dieser Melancholie, die man immer da irgendwo spürt. So, diese Charaktere, die es dort gibt, das ist, ach, das ist einfach. Also MASH ist, glaube ich, auch aus diesem, wenn das ein bisschen witziger dann ist. Nein, ich liebe einfach diese Serien, die so diese Mischung aus Melancholie und Humor haben. Da gibt es natürlich auch ganz viele. Also ich habe jetzt hier Frasier, mag ich total gerne. Becker, so dieses nihilistische nahezu schon. Ne? Eine Serie, das war damals so, das hat die Leute doch echt umgehauen. Twin Peaks. Das sind hier alles alte Sachen, die ich zeige, außer das nächste. Aber Twin Peaks, das ist ja sowas gewesen, da hat ja der David Lynch eine Serie gemacht, die irgendwie dann ja auch für Jugendliche wohl gewesen ist. Das wurde damals in der Zeit, wir hatten ja immer die Bravo zu Hause liegen, weil meine Großeltern nicht nur Automaten verliehen haben, sondern irgendwie auch Kontakte dazu so einem Kiosk hatten. Und wir haben dann immer so die ausgelaufenen Sachen gekriegt. Und da wurde natürlich auch darüber geschrieben, jede Woche, so, wer ist der Mörder? Wer hat Laura Palmer umgebracht? Und David Lynch sowieso. Und diese Serie, der Soundtrack, alles. Perfekt. Ja. Eddie. True Detectives. Schon oft erwähnt. In Sachen Krimis. Ja gut, ich meine, das hat hier Top-Besetzung. Ne? Matthew Mahoney und Woody Harrelson. Großartig. Also das ist die Stimmung auch. Das hat irgendwie was David Lynch-mäßiges. Und auch so von der ganzen Stimmung her. Ich fand nachher so die Plot-Auflösung war so ein bisschen, ja, ging so. Aber aus dieser mittlerweile dreiteiligen Reihe ist das Debüt absolut großartig. 5 hatten wir gesagt. Würde euch jetzt nicht so überraschen. Aber ich liebe natürlich den Tatortreiniger. Wurde auch öfters mal gefragt, ob hier Ernie, ob das so ein bisschen was auch zu tun hatte hier mit Ernie über Stromberg. Gar nicht mal so. Ich habe Stromberg sehr gerne geschaut, fand auch den Bjarne Mädel immer super. Dachte aber halt auch so in dem Naiven, als dann auch so der kleine Mann kam, der ist vielleicht auch so ein bisschen so in die Richtung. Und dann kam der Tatortreiniger. Und da ist einfach seine Glanzrolle, sein Meisterwerk. Und das ist einfach. Ich finde es auch toll, dass die irgendwann einfach gesagt haben, jetzt ist Schluss, jetzt geht's nicht mehr weiter, das Ganze auch schön dramaturgisch dann beendet haben und einfach eine Serie gemacht haben, wo jede Folge toll ist. Tatortreiniger. Perfekt. Was guckt ihr für Serien? Denkt drüber nach. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis denn. Macht's gut.